Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von ECO mit dem guten Club zusammen, einer ganz neuen Aufnahmesession. Nach nun 2 Wochen Pause. Hallo ECO. Oh, ja, ECO. 2 Wochen Pause, man könnte es Zwangspause nennen, ich war nämlich nicht da. Ecke. Ja, es hallo ist, Wolf. Oh, ich will einen Wolf sehen. Ich will keinen Wolf. Wölfe können durch Autos laufen. Die Wölfe haben Skill. Das sind Need for Speed Wölfe. Er ist gerade durch dein Audi gelaufen. Hä? Ach nee, mein Audi steht hier unten drin. Das ist gar nicht mein Audi. Da steht da Holztransport? Ja, könnte das ist sein, der Holztransport. Ja. Also bitte, Audi steht hier unten drin. Ja, wo fangen wir an? Also wir haben offscreen ein bisschen was gemacht nebenbei und so, ne? Klammer auf Tani, Klammer zu. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen was angestellt. Ich hab sogar eine Liste gemacht. Oder, gehen wir, willst du erstmal anfangen? Oh Gott, wenn du schon eine Liste hast. Willst du anfangen? Ja, also ich habe tatsächlich quasi fast gar nichts, weil ich war halt nicht da. Mal abgesehen davon, dass in der Fischreuse unten mittlerweile ganz schön viele Fische drin sind und der Boden hier übelst krass verseucht wird wegen der Schlagge. Schlagge. Ist die Schlagge auch der Hauptpunkt auf meiner Liste. Wir hatten nämlich eine Art Endlagernotfall, sage ich mal. Mein Gebiet hier wurde weiter verseucht. Das Lager bei Tani war voll. Und es war nicht nur voll, es war auch zu hoch, sage ich mal. Die Schlange, die Verseuchung hat die Oberfläche erreicht. Genau. Und wir mussten ganz, ganz schnell reagieren, was mich zu meinem zweiten Punkt führt. Wir haben eine Art Abfallmine gebaut, so ganz spontan. Ich komme mal rübergelaufen, weil ich muss von dir eh noch was holen. Ja, ist okay. Ich warte hier oben. Ja, und dabei fange ich mal an. Jetzt, ne, oder? Was ich so auf Szenen gemacht habe, soll ich mal? Ja. Okay. Das war es auch fast schon bei mir. Also ich war habe, nicht da. Also wir haben ein Endlager gebaut. Das ist schon mal das Essentielle. Es gibt jetzt eine Endlagermöglichkeit, eine ganz neue Endlagermöglichkeit. Aber wir haben da noch ein Problem. Also man sieht so auf der Map, da geht noch recht viel von aus. Das, aber aus dem Grund, weil wir haben keinen Platz da unten mehr und haben... Also ich habe 2 Schubkarren einfach runtergeschmissen, damit das einfach weg ist erstmal. Aber wir müssen noch mehr Lager bauen, darum sieht das noch so aus. Ja, ich habe hier oben das Glas gegen das Holz ausgetauscht, wo wir jetzt ja das neue Bauholz haben. Dann habe ich... Fangen wir an. Ich habe das Lager unter dem Haus ausgebaut. Also ihr kennt doch alle... Ich hoffe es mal hier runter. Hier ist da immer das Lager gewesen, ne? Das kennt ihr ja. Ich habe mir aber gedacht... Das ist zu klein, weil es sind ja nur 3 große Lager gewesen im Endeffekt. Und da habe ich mich entschieden, hier unter dem Feld, also hinter der Treppe, unter dem Feld, komplett alles zu einem riesen Lager zu machen. So, wir können jetzt hier reingehen, hier ist so, wenn man quasi mit einem, da steht ja der Audi übrigens drin, wenn man kann man hier reinfahren und so und kann sich Sachen rausholen. Ernsthaft, der steht da drin. Der steht hier drin. So, und jetzt haben wir hier halt ein wesentlich größeres Lager, also... Hier vorne, das sind die ersten 3 Lager. Da ganz vorne der Stein und das Holz da. Das sind die 3 großen Lager quasi noch. Also das eine große Lager ist weg, da ist noch 2 kleine. Aber ja, so in etwa. Hier haben wir jetzt 6 große Lager drin im Endeffekt. Und ich glaube 5 kleine. 3x3. Also ich hätte... wesentlich mehr Lagermöglichkeit. Jetzt ja. Hier ist die Treppe quasi dahinter, ne? Also ich hätte eine kleine Anmerkung tatsächlich. Ja, die wäre. Warte mal, Moment. Was ist los? Oh, verdammt, ist das dunkel, ich habe hier gestoßen. Eieiei, ja, Alter. Ja. Oh, ja, Gott, ich brauche halt erstmal die Lampen, ne? Herr Techniker. Hallo, Fackel, kannst du auch schon bauen? Ja, aber das ist irgendwie doof. Fackel. Lampen! Ich mache jetzt 2 Fackeln, ne? Weil mir... Und ich habe jetzt nicht mal meinen Schreibtisch gerade kaputt gemacht. Also das ist so das Hauptding, was ich gemacht habe quasi. Ich habe das Lager halt komplett ausgebaut, dass wir viel mehr Lagermöglichkeiten haben. Wir können mal reingucken. Da ist Stein ohne Ende für den guten Club drin, damit er uns Baustoffe machen kann. Ja, den werde ich auch brauchen. Wir haben auch noch sehr, sehr viel. Also Club hat schon sehr, sehr viel gearbeitet. Er hat sehr viel Baustoffe gemacht. Er hat auch das ganze... Eisen, Kupfer und Gold, was er eingeschmolzen hat. Er hat ja Lagerprobleme. Ich nehme das quasi alles zu mir und lagere das einfach für uns. Ich habe jetzt die Möglichkeiten dazu. Moment, ich muss kurz zu meiner Liste gehen. Oh Gott, Moment. Ich hätte echt eine Liste. Hier, guck hier oben, ich habe eine Liste. So, Endlager für Schlagge.
haben wir gebaut. Ach, das ist da hinten. Hier hingehen die Liste oder was? Ja, guck mal hoch auf die Terrasse. Guck mal hier, guck da. Schild. Also, das Endlager für Schlagge, das ist da hinten. viel Stein und Holz haben wir gefarmt, also das sieht man unten drin, denke ich. Da hinten, man sieht auch da hinten, da ist ein fetter, mega Steinberg. Das ist aus der Mine. Das können wir alles noch verarbeiten. Ah, da sieht man auch die Felder, ja, die ich noch auf die meiner Liste sogar habe. Die Weizenfelder habe ich auch mit draufstehen. Ich habe die Straße weitergebaut und terraformt. Also die Straße, die man da in der Richtung sieht, da hinten, die habe ich weitergebaut nach links bis zum Endlager. Und da habe ich auch ganz viel terraformt. Was machst du da? So, mit Hass oder was? Du musst das gerade weggradieren. Hey, du musst ihn wieder dein Mikro, glaube ich, anders einstellen. Irgendwas stimmt bei dir nicht mehr. Warum? Ich habe das gerade voll leise was durchgestrichen auf meinem Zettel. Voll leise was durchgestrichen. Das klang wie so mit Hass so. Alter. Irgendwas stimmt bei dir, glaube ich, nicht mehr. Die Straße hier geht jetzt natürlich, da war ja die Kreuzung zum Blub runter. Und rechts geht sie noch ein Stück weiter. Da ungefähr ist auch eine Kreuzung. Die geht quasi in die Richtung zu dem Dschungel. Und geradeaus an der Erdklippe da quasi geht sie vorbei und soll dann da hinten im Endeffekt hochgehen noch. Also die Straße. Das hat man, glaube ich, schon, oder? Nee, ich glaube noch nie. Doch, ich habe mich doch schon über die Schilder lustig gemacht, oder? Ja, über die Schilder, aber nicht. Die Straße ist noch weitergegangen jetzt. Die habe ich noch weitergebaut. Oh Gott, okay, ja. Das weiß ich dann gar nicht. Ja. Da habe ich halt auch viel Terraform, da habe ich viel Erde her, darum dort das aufgeschüttet und so, ne? Und die Weizenfelder habe ich angelegt und hier Zeug am Haus habe ich angebaut. Ich habe hier mal überall so ein bisschen was angebaut. Manches wächst gut, manches wächst nicht so gut. Aber an sich ganz okay für den Anfang. Hier habe ich ein kleines Grundfundament gesetzt. Das soll mal die Küche werden. Ich will quasi hier umbauen. Also das hier soll quasi, hier wird ein Durchbruch entstehen. Da wird dann die Küche entstehen hier draußen. Ne, kommt nur noch die zwei Türen hin, klar. Und so. Aber ja, also die Küche mache ich separat, einen kleinen Raum draußen. Direkt bei den Feldern quasi. Ja. So. Noch hast du nicht gesagt, du hattest Schubkarren irgendwie, also hier liegt eine Schubkarre. Da unten müssen zwei drin liegen. Nee. Also auf dem Weg liegt eine Schubkarre auf dem Feld. Ja. Das sind hier die Weizenfelder und die Schubkarre hier. Komm mal weg da. So. Und die Schubkarre ist meine für die Weizenfelder. Ich habe schon ganz schön geerntet und alles. Ich würde eine kleine Mühle hier drüben hinbauen, das passt dann schön. So, gucken wir mal das Endlager an. Ihr seht schon. Ach du. Oh Gott. Oh ja. Dort ein bisschen aus. Ja, also die Bodenverschmutzung geht schon wieder zurück hier oben. Da bin ich sehr froh drüber. Na hier, Steine ohne Ende. Wo bist du denn eigentlich gerade? Ich bin gerade runtergesprungen. Okay. Hui! Oh. Tag. Hi. Hi. Ja, also hier haben wir zwei große Endlager. Und in den Schubkarren ist natürlich auch noch was drin. Und aufgrund dieser Schubkarren ist die Verschmutzung hier auch noch so krass gerade. Sobald das in den Endlagern drin ist, hört die Verschmutzung auf. Also wir müssen Meinst das. Du? Ja. Also wo die Endlager hier normal waren, war keine Verschmutzung. Aber als ich die Schubkarren runtergeschmissen habe, dann ging das los. Okay. Ja. Und wir haben das extra schon so gebaut, ich habe mir mal ein Video angeguckt. Es gibt ja einen Fahrstuhl später und ich hoffe, ich habe das richtig abgemessen, dass der Fahrstuhl hier dann passt. Aber das wäre sehr gut. Das müssen wir dem Blub überlassen, denn der gute Blub wird nämlich in die Mechanik gehen. Der hat nämlich auch schon eine Werkbank jetzt dafür, die habe ich ihm vorbereitet. Also wir haben so ein paar kleine Sachen, habe ich auch vorproduziert schon, dass wir jetzt auch gleich umbauen können. Ich will das Haus umbauen. Für den guten Blub habe ich eventuell so noch einen Bauauftrag, also eher für mich wahrscheinlich. Den Tisch, den Tisch hatte ich, glaube ich, schon in der letzten Folge oder so, glaube ich, mal in der Hand oder so tatsächlich. Nee. Meinst du nicht? Nee, das war alles auskriegen. Das ist halt schon so lange her, über zwei Wochen oder so. Das war alles auskriegen. Den Tisch kannst du gerne mal zeigen, der ist gleich im Sägewerk. Ja, ich bin gerade. Ich komme, bin auch unterwegs. La 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 la. Ja, und hier soll halt die Mühle hin und so. Ich habe übrigens eben wieder ein Eisbärziegengrößengedöns gesehen hier bei dir. Eisbärziegen, was ist ein Eisbärziegengrößengedöns? Erklär mir das bitte. Das kann ich jetzt gerade nicht zeigen, weil es nicht mehr hier ist. Also hier, ich habe hier halt einiges vorproduziert. Das sah komisch aus. Und ja. Ne, den Backofen haben wir ja auch noch. Wo ist denn, die hast du schon, also du hast deine Dings schon mitgenommen. Muss ich dich leider. Nee, habe ich nicht. Ich habe sie wieder hier reingelegt. Ach doch, ja, der Mechanikertisch, okay, ja. Der Mechanikertisch, genau, dann, das ist der Mechanikertisch. Have fun und so.
Und wir werden heute bauen. Ich freue mich so auf Bauen. Habe ich schon erwähnt, dass wir bauen werden? Ich habe Lust auf Bauen. Boah, ich musste mich die ganzen... Okay, ihr müsst Nachsicht haben, okay? Ich musste die ganzen letzten Wochen, ja? Ich musste Nebensachen machen, die nicht so schlimm sind. Das Lager zum Beispiel, ja. Erde klatschen und so, ne? Ich habe mich extra voll zusammengerissen, dass ich hier nicht irgendwie ein halbes Schloss hinbaue. Möchte ich mal kurz anmerken, ja? Ja, dann gib mal Gas. Wir sind schon bei 10 Minuten, ne? Scheiße, okay, ich fange gleich an. Geht gleich los. Wir legen gleich los. So, guck, jetzt ist hier Licht. So. Also, hier unten, hier habe ich mir was überlegt. Ich habe nämlich hier in dem Sägewerk ein bisschen rumgeguckt, ne? Nachdem ich das gelevelt hatte, habe ich gesehen, dass es hier so Garagentore gibt. Pass auf. Das Garagentor, mega cool. So. Guck mal, das passt nämlich gerade voll hier rein. Und da habe ich mir überlegt, ich ziehe da einen Boden drüber. Das Haus erweitern war. Wir müssen, ich will ja eh, mega geil, oder? Ich will das nach innen aber aufmachen, warte mal. Das soll nach innen aufgehen, bitte. Ich will das aber eben so machen, dass, ich will ja oben noch ein paar, wie sagt man gleich, nein. Nee, du sollst nach... Oh spielen. Gott. So. Dann schauen wir uns das Ding doch mal gleich an. Was war das denn hier nochmal? Oh, lol. Das war der Wagenmacher-Tisch. Den hatte ich aber schon vorher, glaube ich. Ah, jetzt geht's. So, perfekt, ne? Dann haben wir hier unsere kleine Garage. So. Oh Gott, ey, ist doch richtig hart am Arbeiten, ey. Legen wir los. Bei mir leckt's auch gerade irgendwie. Was ist los? Bei mir leckt's irgendwie auch gerade was los. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es auch nicht. Ah, okay. Puh, Schwein gehabt. Zack. Ne, und dann machen wir hier nochmal zwei Zimmersäulen dahin. Also hier unten will ich ein Kistenlager reinbauen. So, gucken, wie wir das machen. Zack. So, gucken, wie ich das hier mache im Endeffekt jetzt mit der Wand. So. Ich wollte für dich ja auch noch was herstellen. Und zwar ja. Durchaus. Dieser gusseiserne Ofen. Alter. Hör auf, nicht. Den wolltest du auch unbedingt haben, oder? Ich wollte den so unbedingt haben. Dann werde ich ihn mal herstellen. So. Gut, ich habe ein bisschen Angst, hier jetzt reinzugucken, aber ich werde mir jetzt den Mechanikertisch angucken. Er ist rot, hammergeil. Der Mechanikertisch ist rot. Der braucht noch mehr Platz. Du wirst umbauen müssen, das Thema hatten wir ja schon, also. So. Ach du Heilige. Na. Keine Schimpfwörter und so, ne? Nee. So. Eisenzahnrad, Boiler, Schrauben. Da habe ich mir nämlich überlegt, wenn dann hier das große Tor ist, wenn wir dann später richtige Autos und so haben, kann man hier halt hier richtig schön reinfahren, hier das abparken und so. Das wird, denke ich, richtig cool. Ach ja, die Mine schließen wir hier hinten erstmal noch. Das müssen wir auch noch machen. Also ich habe in der Aufnahmesession richtig viel vor. Ich habe richtig vor, viel zu schaffen. Wieso arbeitet der nicht? Hä, wieso ist der auch rot? I don't know. Oh nein. Der braucht auch mehr Platz. Oh, oh. Wieso brauchen die exponentiell mehr Platz? Dann müssen wir irgendwann ein Haus bauen, was so groß ist wie der ganze Planet. Das möchte ich nicht hoffen. Ja gut, ich kann gar nichts machen, ne, Tani? Es ist alles zu klein, selbst wenn ich hier irgendwie alles abbaue. Es ist alles zu klein, ich kann gar nichts machen. Musst du dein Haus erweitern. Dann wirst du Haus erweitern müssen. Entwickler, warum macht ihr denn sowas, ey? Ja dann hört der Rennhof aber auch auf zu arbeiten, da geht jetzt gar nichts mehr. Oh, ja, ne, aber dann, wenn der Umbau sein muss, muss er sein. Ich habe auch keinen Stoff jetzt für Umbau vorbereitet. Ja, Stoff habe ich. Ich habe ja genug Baustoff. Ich habe genug Baustoff, ne? Also daran soll es nicht scheitern. Ich habe so viel im Kopf gerade, was ich alles machen will. Ich muss da oben noch eine Liste hinbauen mit dem, was ich machen will. In der Folge. Das hätte ich echt machen müssen. Wie groß muss das sein? Was heißt denn... Warte mal. Average Room Tier. Was ist denn Room Tier genau? Weil das Raumgröße. Ist doch die Größe.
Aber die Raumgröße passt doch für die anderen Maschinen auch. Also die anderen Dinger. Wenn du zu viel reinsetzt, wird das Raumvolumen innen drinne kleiner. Dann kann man sehen, das reicht nicht mehr. Ja, aber warte mal, 0,99. Wenn ich das jetzt hier abbaue, habe ich aber immer noch denselben Wert. Immer noch 0,99, obwohl ich gerade alles abgebaut habe. So. Nochmal für den Anfang. Das ist, Das leckt ein bisschen, ne? Ja, verdammt, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Kann nichts machen. Dann wird's wohl auf das Hausumbau-Ding hinauslaufen, oder? Ja, darauf habe ich jetzt überhaupt keinen Bock, ehrlich gesagt. Scheiße. Boah, warum haben die Entwickler das denn so gemacht? Kann nicht einfach eine Maschine so funktionieren, wie so mit diesen Raumanforderungen. Das ist das Einzige, was ich an Eco echt nicht so geil finde. Ich finde das aber schon, also mir gefällt es schon, weil man dann halt auch mal gezwungen ist, einfach wirklich mehrere Räume zu bauen, mehrere Häuser, nie alles irgendwie wie bei Minecraft zum Beispiel alles zusammen zu klatschen. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Mir gefällt das Grundprinzip schon. Ja, dann kann jetzt leider nichts machen. Das ist, ich wollte heraus eigentlich eine Fabrik machen, aber dann müsste ich halt alles. Das wird halt so scheiße jetzt aussehen, wenn ich das jetzt anfange. Naja, das ist aber nun mal so. Bis es zu Ende gebaut ist, sieht es meistens nicht so geil aus. Ja, nee, dann muss ich jetzt aber notgedrungen hier einfach irgendeinen Scheiß hinbauen. Einfach es zum Quadrat vergrößern. Sonst kann ich halt gar nichts machen. Wenn das so ist, dann einfach momentan. Später kann man es ja umbauen. Das ist ja nicht so schlimm. So. Dann werde ich jetzt versuchen, hier einfach so einen Überhang zu machen. Und gucken. Aber wie groß muss denn dann das Haus sein? Das muss ja irgendwie 20 Quadratkilometer da groß sein für eine Maschine. Hoffen wir es nicht. Kann man das auch irgendwie rund, also ganz, das finde ich ein bisschen zu krass, muss ich ehrlich sagen. Kann man bestimmt, aber da wüsste ich jetzt wieder nicht wie. Weil das müsste mal gucken. Ich baue doch keine Villa für eine Maschine oder so. Ich mach mal noch ein bisschen Kleinkram. Wir machen erstmal schnell sowas hier, weil da habe ich noch was vor mit, sind das die richtigen Schilder? Also da ich jetzt kein Holz mehr habe, muss ich jetzt irgendwas mit Stein versuchen. Tu das. Windmühle kommt dann für die Windmühle, das kommt jetzt noch nicht. Die zwei Zimmer kommen später. Das kommt für die Küche. Die Küche können wir auch noch hochziehen, da kann man nämlich das noch machen. So eine Küchenzeile. Ich habe für dich auch noch eine Küchenzeile, ne? Falls du dann dir ein Haus und so. Also als Deko quasi. Ja. So, warte mal. Was möchte ich noch machen? Das war hier so. Nein! Das ist das Falsche. Das ist das Falsche. Oh Gott, ich bin ins Wasser gefallen. Wo habe ich das? Ich geh mal wieder hoch. Ach, verdammt, ey, ich habe mich so gefreut, die neuen Sachen hier zeigen zu können und es geht halt gar nichts. Das ist wirklich doof. Das ist eine Raumanforderung, ey. Ja, das ist halt schon schade. Wo habe ich denn eine? Ich war mir sicher, ich habe. Ach, oben habe ich das drin. Ich bin doof. Das ist hier. Wo ist denn hier Wand? Hier, Wall. Was hat sie mit hier irgendwo reingehauen, oder? Das zählt halt wahrscheinlich dann noch nicht mal, oder? Oder zählt das, wenn ich das so mache? Hey, wo ist denn das Zeug, was ich vorbereitet habe? Beim. Nee. Ja, Tani, wenn man so eine riesen Villa hat und so eine riesen Lager. Das ist gar nicht, was ist gar nicht so groß. Das ist, Moment. Ich war mir sicher, ich hab's im Inventar, ich bin so doof. Da. Ich hoffe, das passt, wie ich es mir gedacht habe. Also ich pflanze jetzt hier einfach mal ein kleines Steinareal daneben. Ich hoffe. Das ist reicht, ich vermute nicht. Aber man tut, was man kann, ne? Wie kamst du eigentlich eben auf Need for Speed, Tani? Weil ich heute Need for Speed zocke und ich habe da so einen Bock drauf. Oha, Need for Speed. Oh, jetzt habe ich mich ja selber eingesperrt. Das war natürlich smart as hell. Nein, du sollst da drauf springen. Komm schon. Nein! Das ist natürlich jetzt. Moment, ich muss mal gerade hier kurz. So. War das so?
Warte mal. Das sieht doch. Okay. So und so. Okay. Brauche ich noch Dach. Das wird ja doch niemals zählen, oder? Oh, das sieht. Tanja sieht sehr belastend aus. Belastend? Ich glaube, das zählt ja nicht als ein Gebäude, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe doch. Kann man eigentlich die auch über Eck setzen? Ah, okay, das geht nicht. Schade. Kann ich von hier oben bitte auf mein Lager zugreifen, ohne runterzufallen? Dankeschön. Oh, irgendwas ist bei mir heute komisch. Es ruckelt irgendwie ganz komisch gerade. Ich weiß nicht warum. Sorry, auf mein Life. Ja, irgendwas arbeitet mein Rechner gerade irgendwie im Hintergrund noch. Es wirkt so. Als ob irgendwas ist. Mein Rechner, was hast du denn, hä? Heute nicht so einen guten Tag? Ach. Hat man mal. Oh, scheiße. Ja, das habe ich nämlich jetzt befürchtet. Ich glaube, jetzt ist innen drin gerade was kaputt gegangen. Wieso soll was kaputt gegangen sein? Ja, wenn ich hier das Dach aufbaue, reißt es irgendwie beim Dach ein Loch rein. Ich weiß nicht, wieso das Spiel das macht, aber es ist so. Okay. Das ist ungut. Da muss ich erstmal hier weiterbauen. Genau deswegen wollte ich das eigentlich offscreen machen, weil Hausbau gefällt mir überhaupt nicht. Also es liegt mir halt auch einfach gar nicht. Was ist, wenn ich hier das dran baue? So, jetzt hole ich noch ein bisschen Holz. Die Küche machen wir erstmal schon sporadisch. Ja, das ist kein Loch, das sieht halt extrem scheiße aus, muss man mal sagen. Okay. Versuche. Ja. Ja. Bedeutet, ist es was Gutes, wenn du das ja sagst? Das ist technisch gesehen kein Loch. Ich müsste mein Haus gerade vergrößert haben. Das ist technisch gesehen kein Loch im Dach. Wow. Ich kann nicht durchgucken. Wollen wir nochmal sehen hier. Habe ich noch mehr? Ja, hier habe ich noch Holz. Alles gut. Ach ja, ich sollte vielleicht auch die Wand hier. Warte mal. Arbeitest du noch? Du arbeitest noch, okay. Alles ist gut. Hallo, arbeitest Asteroid. Du noch, wenn ich das jetzt wegmache? Ich sehe einen Asteroiden. Ja. Ja, Tani, ja. Was? So. Du kriegst das gerade hin, nehme ich an. Es klingt gut, was du da anstellst. Es sieht hammerhart scheiße aus. Aber es ist funktionell. Ich hoffe doch sehr. Ich hoffe doch wirklich sehr. Wie gesagt, ich baue dir bei mir auch ein Zimmer mit rein, ist ja gar kein Problem. Ich baue dir von mir aus ein Haus. Was habe ich jetzt gerade abgebaut? Kein Problem. Ich muss da oben jetzt drauf. So. Okay, das sieht kacke aus, aber mein Haus ist größer. Also sollte es jetzt eigentlich. Okay. So, wie sieht es denn jetzt aus? Er ist immer noch rot. Hä? Okay, das bedeutet irgendwas anderes. Was bedeutet Wurmtier? Ich weiß es nicht. Es ist immer noch gleich. Es hat nichts mit der Raumgröße zu tun. Der Raum ist gerade wirklich, wirklich größer geworden. Um so ein Fünftel oder so, oder ein Viertel. Ich glaube, die Menge, was in dem Raum drin ist, steht. Ja, aber selbst wenn ich alles abbaue, erhöht sich das nicht. Ich habe eben schon gesagt, abgebaut. Was bedeutet das? Hat er das hier auch? Jetzt habe ich irgendwas falsch gebaut? Müsste aber eigentlich passen, dachte ich. Ich glaube, das ist irgendeine neue. Was ist das? Stell du dich mal hier hin.
Hat er das hier auch? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also Raumgröße ist es nicht. Das bedeutet, ich habe ein richtiges Problem, wenn es das nicht ist. Aber ich hoffe, das geht jetzt mit denen. Nein, du sollst das hier im Bau. Perfekt. So, jetzt hoffe ich, dass das noch alles reinpasst. Warte mal, ich sollte vielleicht erstmal den Stein wegmachen, dass ich den Durchbruch habe. Ja, und ich habe mir halt überlegt, dass wir hier quasi aber, ein Lager hinmachen, Kistenlager, aber, und da oben dann Zimmer und Wohnungen, so, ne? Aber der Raum ist doch gerade größer geworden. Das ist doch die Raumgröße. Ich habe es gerade nachgeguckt bei einer anderen Station. So. What? Den Stein machen wir hier weg. Also ich will es nicht beschreiben, Wir haben einen Bug, aber das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe meinen Raum gerade wirklich vergrößert. Der Wert hat sich nicht geändert. Nicht um eine Nachkommastelle. Und bei einer anderen Station ist es halt die Raumgröße, also glaube ich. Kurz das ist doch der Wert für die Raumgröße. Kurz einen Relog machen. Ich auch mal, also neu starten quasi. Wir können gleich die Folge beenden und dann erstmal aufs Video gucken, was das ist, weil sonst kann ich gar nichts mehr machen. Wir können ja mal neu joinen, also ich hoste nochmal die Welt neu. Ich hatte ja auch gerade irgendwie Lags, ich weiß nicht, woher die herkamen. Kann sein, dass irgendwie gerade ein Bug sich eigentlich... Nee, das ist die Raumgröße... Warte mal. Wie denn nur? 100... So. Das ist alles voll, ne? Du bist doch die Expertin im Spiel. Was ist Wurmt hier? Oder ist das... Wieso bin ich die Expertin im Spiel? Seit wann denn das? Ich weiß nicht, was das sein soll. Also es ist nicht die Raumgröße. Nee, das ist doch die Raumgröße. Oh nein, ist das etwa... Oh Tani, ich habe so eine ganz schon schlimme Vermutung. Da kann ich gar nichts mehr machen erstmal. Ist das der Wert eines Raumes quasi? Also, wie geil dieser Raum ist. Das glaube ich nicht. Achso, Avenge Room Tier. Was ist das? Was muss ich dafür machen? 0,8? Ich habe 0,99. Ich brauche 1,8 dafür. Bedeutet? Hier auch. Okay, das ist jetzt interessant. Gut. Was ist das? Hat sich nicht erhöht. Das ist die... Also es ist nicht die Raumgröße. Ich habe gerade angebaut und es hat sich nichts getan. Raumgröße ist das da drunter. Ich weiß nicht, was das... Muss der Raum irgendwie schön sein oder so? Also ich habe hier ein Bett. Ich vermute mal, dass es dann eher um die Schönheit geht. Das kann ich testen. Und das ist doch... Also... Moment, wie... Aber was... Noch ein Lager hinmachen? Es passt. Aber wie sehe ich, wie schön ein Raum gerade ist? Also gut, ich sehe jetzt hier 0,99, aber... Sehe ich das doch irgendwo anders? Also ich habe gerade meine Tür... Also... Warte mal, vielleicht kann man das... Wo könnte man das sehen? Bei Berechtigung geht's nicht. Wie sieht man denn das am dürfsten? Warte mal. Das ist jetzt natürlich... Ja, es ist die Materialqualität. Es ist die Qualität mit dem, was du alles drin hast. Wenn du links unten auf dein Hauswert gehst mit der Maus mal und drüber bleibst, siehst du oben, Materialqualität Stufe 0,99 habe ich da. Da brauchen wir 1,8, damit das auf funktioniert. Auf was für einen Wert? Auf was für einen Wert? Auf Hauswert. Auf das Diagramm mit Hauswert quasi. Wo ist das? Na, das ist neben dem Essensding. Neben den Sternen. Achso, Sterne, da können wir auch gleich mal... Plus Hauswert 0, Bleib mal da drüber mit der Maus. Also über dem Diagramm. Was für ein Diagramm? Ich weiß nicht, was... Rechts was daneben ist das runde, ist der runde Kreis. Ja, da ist bei mir nichts drin. Bleib mal da drüber mit der Maus. Ja, nichts. Da... Flups Hauswert 0. Leerer Kreis. Passiert nichts. Okay. Aber das Bett müsste ja trotzdem angezeigt werden eigentlich. Ja, das ist ja das, was ich schon seit 10 Folgen sage. Das Bett zählt nicht mehr. Also gar nicht. Ich habe immer noch plus 0. Ich hatte ja mal einen Hauswert. Aber der ist halt schon seit Ewigkeiten bei plus 0. Wir haben ja vermutet, dass es an der Schlacke liegt. Ja, auch möglich.
Die Schlacke ist ja immer noch da. Also bei mir steht nämlich da 0,99, also das der Wert. Das ist das. Ja, ich habe auch 0,99. Das sehe ich ja nur. Also ich habe 0,99 also von 1,7. Also müssen die Materialien in den Häusern besser werden. Okay. Gut zu wissen. Ja, aber wie soll das denn gehen? So, warte mal, ich wollte hier Dünger reinklatschen. Indem man bessere Materialien intrifft. Ich habe zum Beispiel schon ein besseres Bett für uns. Ich habe für dich noch eine Küche. Brauchst halt bloß also mehr Platz. Ja, aber wenn selbst... Also Platz ist nicht das Problem, aber das Bett zählt halt nichts. Also ja, ich habe ja noch ein besseres Bett. Und ich denke, das darf halt auch nicht neben... Blumentöpfe herstellen oder was? Ich denke, das darf halt auch nicht neben irgendwelchen krassen Schmelzhütten oder so stehen. Ich glaube, ich komme nur an, wo es steht. Wow. Weißt du, wie viel mir fehlt, um den Amboss zu benutzen? Wie viel? 0,01. Bam. Warte mal, ich will was gucken. Sonst hättest du jetzt schon einen gusseisernen Ofen, Tani. Oh, mein Ofen. Meine, aber es fehlt 0,01. Das passt. Du arbeitest doch. Also der auf den Rennofen ist Verlass. Das ist nicht so eine faule Station wie hier der Mechanikertisch. Oder der Amboss, der Rennofen, der weiß doch, wie man arbeitet, der macht es einfach. Das ist eine Station, darauf kann man sich verlassen. Nicht so wie diese beiden Faulpelz hier. Wir arbeiten. Kann ich nicht. Eigentlich hier noch? Ja, fertig, gut, wollen wir dann erstmal Folge beenden, weil ich kann halt nichts machen. Ja, können wir machen. Und wir sind eh schon bei. Ach du Scheiße, wir sind schon wieder bei 32 Minuten. Ja, wir können das gleich beenden. Ja, das ist jetzt natürlich schwierig. Müssen wir erst mal gucken. Was braucht euch Ziegel dafür? Ach du Scheiße. Scheiße, ey. Okay, malen. Das muss ich auch noch. Ich brauche 30 Mais und 30. Ja, gut, das ist kein Ding. Ja, lass uns das mal. Ich tue das mal. Oh Mann, ey. Das war jetzt echt ernüchternd. Ich habe mich echt drauf gefreut, voll viel zu machen. Ich kann gar nichts machen. Aber das Haus ist ein bisschen größer geworden. Es sieht zwar richtig scheiße aus, aber 90. Mathematisch gesehen ist es größer geworden. Ein Hoch auf die Mathematik. So, Tani. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich dann gleich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao.